Ein Thema beschäftigt die Menschen in Wilkau-Haslau ganz besonders. Die neu errichtete Hochwasserschutzmauer. Sie besteht derzeit noch nicht durchgängig, weil eine Bürgerinitiative gegen die Mauer Verzögerungen mit sich gebracht hatte. Mehrheitlich ist man in Wilkau-Haslau jedoch für das Schutzbauwerk. Wir hätten zwar das Grundwasser gehabt, aber das hätte man sicherlich abpumpen können. Aber die Schutzmauer, die wäre sehr, sehr wichtig gewesen. Und ich verstehe es nicht, dass es Leute gibt, die das behindern. Und die Schlammmassen dann alle auch in die Garage rein, oder? Alles in die Garage. Die haben wir schon ausgekerschert. Und wir sind bloß froh, dass es nicht war wie 2002. Noch 20 cm und ich hätte es wieder in der Gaststätte gehabt. Und hätte jetzt die Hochwasserschutzmauer was verhindern können? Ja. Da wäre hier nichts gewesen. Vielleicht im Keller durch die Wände und durch den Gulli trägt es dann hoch. Aber von der Straße her wäre nichts gekommen. Also vor dem Grundwasser hätten Sie dann weniger Angst, nur das Muldenwasser? Ja, nur das Muldenwasser, genau. Zurück in Zwickau. Auf diesem Damm am Johannisbad hatten bis in den Sonntagabend hinein freiwillige Helfer Sandsäcke gestapelt. Am heutigen Montag war die Lage dann nicht mehr ganz so dramatisch. Also nachdem am gestrigen Abend hier hunderte Helfer den Damm, wie Sie hier sehen, befestigt haben mit Sandsäcken, hat sich die Lage heute Nacht stabilisiert. Das Wasser ist leicht zurückgegangen, ca. 20 cm. Und im Moment, sage ich mal, sieht es relativ gut aus für diesen Dammabschnitt hier.